Sie sind an Deutschlands Straßenrändern in diesen Tagen nicht zu übersehen. Wahlplakate. Groß, bunt und immer im Mittelpunkt die Spitzenkandidaten. Allen voran die Top-Anwärter auf das Kanzleramt. Angela Merkel von den Christdemokraten und ihr Herausforderer Martin Schulz von den Sozialdemokraten. Er ist einer, der für die Bilder sorgt. Marc Darchinger. Seit 33 Jahren Pressefotograf. Sein Arbeitsplatz, das Berliner Regierungsviertel. Sein häufigstes Motiv, Politiker aller Parteien. Es macht Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist und weil ich auch viele Dinge zu sehen bekomme, die ich sonst nicht sehen würde. Also ich darf auch schon mal meine Nase irgendwo reinstecken, wo eigentlich Zutritt verboten ist. Hier gilt eingeschränkter Zugang. Nur akkreditierte Journalisten und Fotografen dürfen zum Termin mit Bundeskanzlerin Angela Merkel im Haus der Bundespressekonferenz. Marc Darchinger ist Stammgast in den ersten Reihen. Das Verhältnis zwischen Politikern und Fotografen? Nah, aber nie zu nah. Beide sind aufeinander angewiesen. Die einen wollen gute Fotos, die anderen Aufmerksamkeit. Ein Politiker in der Demokratie braucht die Resonanz aus dem politischen Publikum, aus der Öffentlichkeit. Und deswegen stellt er sich der Öffentlichkeit. Und dazu benutzt er alle verfügbaren Kanäle. Seit 1984 arbeitet Marc Darchinger als Pressefotograf in der Bundespolitik. Zunächst in Bonn, seit dem Umzug der Regierung in Berlin. Er hat Politiker kommen, aufsteigen und gehen sehen. Und sie alle abgelichtet. Private Fotos sind selten. Und bei öffentlichen Auftritten steuern Politiker ihre Wirkung. Es gibt die Aufnahmen, die direkt in die Kamera gehen, mit Fäusten. Und dann gibt es auch die etwas indirekteren, die so etwas zu den Wählerinnen und Wählern hingehen oder vielleicht in die Zukunft weisen. Und das war nicht immer so, dass Politiker gelernt haben, mal nach links, mal nach rechts, um ein bisschen zu variieren. Für Euromax begutachtet er die Wahlplakate der Spitzenkandidaten. Das ist eine Aufnahme, die mir ausgesprochen gut gefällt, weil die Bundeskanzlerin zu der Kollegin, die das Bild gemacht hat, offenbar ein großes Vertrauen hat. Martin Schulz, was er uns zeigt, das ist, dass er ein sympathischer Typ ist. Und wahrscheinlich auch einer, der mal Spaß verträgt. Egal, welche Parteien am 24. September als Gewinner aus der Bundestagswahl hervorgehen, Marc Darchinger wird weiter alle Politiker fotografieren, die ihm vor die Linse kommen.